RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. So, hier sind nun unsere Plätze, Jungs. Einfach durchrutschen und ein bisschen vorsichtig, ihr beiden Bienenstiche. Esch, Howard und Werner, ihr schaut aus wie Trümmerfrauen. Voll die Hügel im Gesicht. Ein Wunder, dass ihr noch was sehen könnt. Naja, sehen kann man das nicht nennen. Ich fühle mich, als wenn ich wieder unter Inges Rock wäre und dabei Erna kommt singen würde. Nur, dass diesmal die Schmerzen größer sind. Oh Mann, naja, wie dumm muss man auch sein, um sich Erdnusscreme mitten in Afrika ins Gesicht zu schmieren. Mein Freund, ich muss dich erinnern, dass unser Freund Moritz daran schuld ist und er mir und dem Werner die Creme gegeben hat und uns dazu gesagt hat, es wäre Sonnencreme. Das erinnert mich an meinen Sohn Wayne. Hey, Onkel Moritz ist vogelfrei. Den kann man nicht immer alles glauben, der ist nicht zurechnungsfähig. Seit dem Blitzschlag hat er einen weg. Oder warum, was meinst du, behauptet Moritz immer, dass Werner ein Taliban ist. Sobald Moritz Berlin verlässt, kannst du den nicht für voll nehmen. Ach, hört das auf, Lenny. Ich glaube ja auch, dass der Taliban ist. Aber was das voll angeht, ihr beiden könntet uns doch mal was zu trinken holen, du und Werner. Ich meine, ihr müsst nicht so lange anstehen wie ich und Lenny. Wie meinst du das denn, mein Freund? Na, ist doch klar. Entweder bekommt ihr den Mitleidsbonus und werdet vorgelassen. Oder die Leute denken, ihr seid Rübetal und der große Riese. Naja, und dann laufen sie einfach weg. Und somit seid ihr dreimal schneller wie Lenny und Ecke. So verstört Moritz ist. Mit dem Spruch hat er absolut recht. Also macht euch mal auf den Weg. Ich nehme drei Bags und Moritz sicher wieder Mixo Co. Bier, Mix und Cola oder irgend so ein Scheiß. Wenn das ist und wenn ihr euch irgendwie verlauft habt, ruft doch einfach bei Lenny an. Ich meine, Werner muss ja seine Lumo noch haben, weil ist ja auch seine eigene, wa? Was soll das denn jetzt heißen, Werner? Natürlich habe ich dein Handy nicht mehr. Da ist doch, was ich dir die ganze Zeit sage. Moritz ist umnachtet und so. Und ab und an mal hat er einen hellen Moment. Und dann ist es wieder finster. Dunkler als im Keller ohne Lampen. Naja, dann ruft mich halt an. Ich meine, Howard hat meine Nummer. Und wenn irgendwas ist, dann einfach durchklingeln. Okay, my friends. Also damals, mein Sohn Wayne hat damals hier in Südafrika auch immer das Licht ausgemacht in den Keller. Irgendwann ist er mal da runtergeplumpst und hat sich ganz böse die Knochen geprellt, sodass seine Mutter ihn ins Krankenhaus bringen musste. Nanu, nun geht mal los, so, Mann. Das Spiel hat schon angefangen. Mann, wir verdursten hier. Boah, Mann, Lenny, das sind wie Fliegen, die zwei. Die kommst du nimmer los. Und mein bester Mensch eigentlich, wer hier gleich gewinnen wird, Deutschland oder Serbien? Naja, das wird eine enge Sache. Beide Teams haben ihre Stärken und Schwächen. Aber es wird wohl auch ein klares Ding für Deutschland. Moat? Moat Monsaia, was gibt's? Hallo, wir finden den Weg nicht mehr zu euch. Wir haben voll Bier und Popcorn und so was ihr gebraucht. Aber wir finden den Weg nicht. Naja, finden die Blinsen wieder mal nicht den Weg? Leise, ich erkläre denen gerade, wie sie laufen müssen. Also Jungs, den Gang vor, dann links, dann rechts und zwei Gänge weiter, dann rechts hoch die Treppen und zack, seid ihr da. Yes, yes, weil wir sind gleich da. Ich kann euch schon hören, ich höre schon die Fans. Alles Rocker? Juhu, es geht los, Starfiff, Anschiss. Na dann gebt mal Stoff, Jungs, wir haben hier übelst Brand. Einigkeit und Recht und Freiheit für das leckere Bier. Mensch, ich dachte, die sind gleich da. Mann, und, was ist? Nix, keine Biene zu sehen. Hä, hey, schau mal drüben in den Fanblock von Serbien. Ich glaub's ja nicht, die beiden Nüsse. Ach du Scheiße, mein Bier, was machen die denn da? Mann, 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 das sieht so aus, als wenn die gerade zwei Serbier von ihrem Platz jagen wollen. Mann, ich wusste ja nicht, dass die so schnell rennen können. Krass, und nun stellen sie unser Bier da ab und holen ihre Deutschlandschals raus. Ganz toll. Ach du meine Güte, hey, Anpfiff, und was, das, oh, 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 das Eigentor von Serbien, nee, oder, oder? Ja, Alter, das ist echt Eigentor. Boah, echt krass. Hey, und schau mal, Werner und Howie freuen sich übelst. Die sollen aber nicht übertreiben. Ich meine, hey, die Serbien-Fans, die sehen ja nicht mal so happy aus. So, nun schon 20 Minuten rum und 4-0 Deutschland. Und die einen da drüben feiern mit den anderen Fans, obwohl die ja nicht in, naja, in Feierlaune sind. Tor! Deutschland, Tor! Ja! Woo! Geiles Ding! Tor! Yes, Alter! Voll in den Kasten! Yes! Hey, was geht denn da? Hey, wo sind Howard und Lenny? Ich sehe die nicht mehr. Die rennen da unten rum auf dem Feld. Mann, und die 20 Leute hinter denen her. Hey, das sind nicht 20, das sind gut 200. Aber ich wusste ja nicht, dass Werner so schnell rennen kann. Der könnte doch glatt beim Seniorenmarathon mitmachen. Naja, aber Howard machen wir keine Sorgen. Der ist ja sowas von seinen Fans gewohnt. Der wird ja regelmäßig von seinen weiblichen Fans gejagt, nach den Konzerten nur mit Schlüpfern beworfen. Aber beim Werner bin ich mir nicht so sicher, dass der das überlebt. Stimmt, von seinen 80-jährigen Fans. Aber siehst ja, ein Werner, der kann auch noch gut rennen. Apropos laufen, wir sollten auch mal langsam losmachen. Warum meinst du, dass die bis zu uns kommen? Ich glaub das nicht bei 200 Polizisten. Nee, ich meine, wir sollten uns was zu trinken holen. Ich glaube nicht, dass die beiden heute mal zu uns rüberkommen. Da hast recht, Moritz. Los, auf geht's. Alk fassen und dann Tore sehen. Berlin, du bist so wunderbar.